Guten Abend, meine lieben Bastelfreunde. Herzlich willkommen hier wieder bei Michas Modellbauwerkstatt Adventskalender. Ja, Tag 23. Morgen ist Heiligabend. Deutet, der Kalender geht so langsam dem Ende zu. Wir wollen heute das 23. Türchen öffnen. Da wir aber alle morgen schon, denke ich mal, um die Abendzeit was vorhaben, habe ich beschlossen gehabt, ich ziehe das 24. Türchen vor. Das heißt, ich werde jetzt gleich das 23. Türchen erstmal ziehen und wenn ich dann mit der Bauphase fertig bin, ziehen wir auch noch eben schnell das 24. Türchen. Also, ich würde sagen, wir legen los, gehen wie immer an unsere Wand. Haben wir die 23 und da wollen wir noch mal schauen, was wir hier so Schönes drin haben. In unserer 23 wir haben den Opel Manta und da sind wir bei Ausgabe 110, dem großen Finale. Ja, die letzte Ausgabe des Opel Mantas wollen wir jetzt noch eben schnell verschrauben. Und da ist nicht wirklich viel zu tun. Wir bekommen dementsprechend nur noch eine weitere vorderen Frontspoiler, ein Tuch und ein Gummiband. Also, das geht relativ schnell. Also, ich würde sagen, ihr guckt euch zum allerletzten Mal das Intro vom Manta an und ich bereite hier die Bauphase vor. Bis gleich. So, hier haben wir dann jetzt unseren schönen Opel Manta und wir bekommen dementsprechend diese schönen Teile hier. Das ist wirklich nicht viel, das wir da bekommen, aber es jetzt brauchen wir natürlich auch noch unsere beiden Zusatzscheinwerfer, die wir beim letzten Mal noch zusammengesetzt haben. Wir machen den Blister mal auf und schauen, auch wenn wir nicht viel zu tun, auch wenn ich weiß, was wir nun machen brauchen, in die Bauanleitung. Also, wir nehmen unseren Frontspoiler und wir nehmen dementsprechend unsere Zusatzscheinwerfer und da haben wir so ein, wie gesagt, wieder so ein Halbmond. Da stecken wir die einfach nur so schön sachte rein. Das geht auch alles nur in einer Position, nämlich so. Und dann müssen wir unseren schönen Opel Manta noch ein letztes Mal auf den Rücken drehen. Denn dann wird das Ganze nämlich noch verkehrt rum. Ich
glaube. Ja, der. Ja. Blöd. Bin ich blöd? Ich krieg das da jetzt wieder raus. Ja, geht. Die Dinger kommen natürlich von der anderen Seite rein. Mensch, ey. Im letzten Opel Manta Video macht man kaum was zu tun, ist noch Fehler. Natürlich kommen die so und nicht andersrum. So. Und dann passt das Ganze nämlich auch. Nämlich schön rein in unseren Manta und dann nehmen wir die HM-Schrauben, die wir noch dabei haben. Drei Stück an der Zahl. Eine hier nämlich reingeschraubt. Da kommt eine rein. Und zu guter Letzt die allerletzte Schraube an unserem Opel Manta. So, das waren drei Schrauben. Die haben wir angebracht. Und damit ist der Opel Manta, was das Bauen angeht, jetzt vollständig. Ich muss den noch einmal auf dem Rücken auf der auf Hinterseite drehen. Wir bekommen hier noch ein Beutel, also ein Tuch. Das sollen wir jetzt zusammendrehen. Das Werkzeug, was wir ziemlich früh am Anfang bekommen haben, sollen wir in das Tuch reindrehen, reintun und dann das Ganze dementsprechend zusammenbinden. Zusammenbinden, nämlich so. Und zu guter Letzt noch in unserem Kofferraum platzieren. Das haben wir auch noch gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da liegt es drin. Und damit sind wir mit der Bauphase 110 vom Opel Manta fertig. So, meine Lieben, die Bauphase 110 von Opel Manta ist auch abgeschlossen. Damit ist der Manta jetzt fertig. Ich hebe ihn einmal euch ins Bild. Da glänzt er in seiner vollen schönen Pracht. Ein kleines Finalvideo werde ich euch jetzt noch eben zeigen und dann geht es gleich weiter mit dem 24. Türchen. Also bis gleich.
So, natürlich muss ein Projekt, wenn es beendet ist, auch gebührend verabschiedet werden mit einem kleinen Video vom Modell. Aber jetzt zu unserer Wand wieder. Wir wollen das letzte Türchen noch ziehen, was wir noch haben. Und zwar zoome ich da mal wieder rüber und da haben wir sie. Die goldene 24. Die ziehen wir. Und wenn ihr jetzt alle mitgezählt habt und die ganzen Türchen alle zusammengerechnet habt, dann müsstet ihr jetzt eigentlich wissen, was noch über sein kann. Nämlich. Bin ja gar nicht aus dem Zoom raus. So, der Gran Torino natürlich. Der ist natürlich noch übergeblieben und da sind wir bei Ausgabe 38. Da bekommen wir einen Reifen. Den wollen wir natürlich auch noch verbauen. Und ja, ich würde sagen, ihr guckt euch noch wacker das Intro vom Gran Torino an und ich bereite hier alles vor. Bis gleich. So, hier haben wir dann jetzt die Ausgabe Nummer 38 von unserem Gran Torino. Da bekommen wir, wie gesagt, den Reifen, den ersten Reifen. Und da sollen wir vor allen Dingen die beiden Teile aus der letzten Ausgabe nehmen. Letzten Ausgabe sollen wir das nehmen und das sollen wir jetzt mit unserem Reifen so einlegen und auf der Rückseite, geht schon wieder ein Pin raus hier von diesem blöden Pin hier, die man hier so schlecht reinbekommt. So, haben wir natürlich wieder reingesetzt. Und natürlich müssen wir jetzt gucken erstmal, wie das Ganze hier zusammenkommt. Das kommt nur in einer Position, nämlich genau so. Also sprich, wir müssen das Ganze. Nicht da schon wieder einer. Oh, da ist schon wieder einer rausgefallen. Bestimmt wieder derselbe. Der ärgert mich aber jetzt. Der will nicht halten. Ich glaube, den muss ich noch mit Sekundenkleber ankleben. Weil der nicht halten will. So. Gehen wir jetzt mal ganz vorsichtig und sachte. Und jetzt müssen wir gucken, wo sind die Zoomlöcher? Die sind genau da. Und jetzt sollen wir das Ganze dementsprechend dann mit DM-Schrauben verschrauben.
3 Stück an der Zahl. Das kann natürlich nicht halten, ist klar. Jetzt aber. Eine haben wir. Alles ein bisschen mit natürlich Druck. Muss das natürlich auch dran. So, und jetzt kommt die zweite da rein. Und zu guter Letzt natürlich noch unsere dritte. Die kommt natürlich auch noch an seinen Platz. Einmal kräftig drücken, dann hält das auch alles. Und natürlich, wie gesagt, der Pin ist wieder rausgefallen, aber den tue ich nachher reinkleben. So, dann bekommen wir wieder eine schöne Verteilerkappe. Eigentlich Verteilerkappe, unsere Abdeckung, die wir dann hinterher draufsetzen. Und noch ein schönes kleines Logo auf der Radnabenkappe. Und jetzt brauche ich tatsächlich doch noch, ich hatte gedacht, ich brauche es heute nicht, aber anscheinend doch, das Modell. Muss ich das noch einmal eben hier kurz ein bisschen umbauen. Ich brauche Platz. Welche Seite brauche ich denn? Ich brauche die Rückseite. Mal schön alles hier auseinandernehmen. Schön hier nehmen. Und dann holen wir doch mal unser Modell rüber. Denn wir brauchen tatsächlich einen von beiden. Brauchen wir noch? Natürlich brauchen wir natürlich die Bremsscheiben, ist ja klar. So soll ich das jetzt hinlegen. Und jetzt habe ich das natürlich so gelegt, dass es für mich am besten ist, aber ihr könnt ja trotzdem was sehen. Ich soll jetzt eine von den beiden Felgen aufsetzen und an der Verteilung, die natürlich unten ist, logisch, brauche ich natürlich eine Pinzette. Aber das können wir ja eigentlich erst machen, bevor wir das Ding überhaupt aufsetzen. Wir müssen einmal die Verteilung hier nehmen und hier unten ist ein Pin. So. Das ist natürlich für euch, wie gesagt, jetzt nicht zu sehen, aber ihr wisst ja, dass das dieser komische Verteiler ist, den wir da aufgesetzt haben. Und das war, glaube ich, die verkehrte Seite, weil die ist viel zu lang. Wir nehmen natürlich die andere Seite. Die ist ein bisschen kürzer. So. Und jetzt muss ich gucken. Da ist ein Loch, da ist ein Pin.
Und da kommt das ganze Geschehen drauf. Und dann kommt da unser Reifen drauf. Nämlich so. Und wird mit einer GM-Schraube. Wo habe ich sie? Da habe ich sie. Mit einer GM-Schraube angeschraubt. Dann machen wir das doch mal. Einmal schön da so rein. Noch dreht es sich, noch eiert es auch nicht. Noch ein bisschen wackelig. Wir können also noch ein bisschen weiter anziehen. Jawohl. Haben wir dran. Und zu guter Letzt kommt natürlich unsere Kappe drauf, die wir hier haben. Die stecken wir natürlich da auch noch auf. Und dann sind wir auch mit dem Rad fertig. Und das drehe ich euch jetzt mal in die Kamera. Gehe natürlich ein Stückchen runter. So, und da haben wir dann unser erstes Hinterrad für unseren Gran Torino. Und ihr seht, die Federung funktioniert auch tadellos. Und damit sind wir mit Ausgabe Nummer 38 auch schon wieder fertig. Ja, meine Lieben, das war's auch mit dem 24. vorgezogenen Türchen. Hier haben wir nochmal das Ergebnis. Der Gran Torino ist jetzt mittlerweile auf 3 Rädern. Beim nächsten Mal vom Gran Torino bekommen wir das Batteriefach. Hier. Ist das Batteriefach oder ist das einfach nur eine Abdeckung? Nö, das ist ein Teil vom Batteriefach, was wir da bekommen. Und ja, seid weiter gespannt, wie es da weitergeht. Wir müssen natürlich noch eben schnell zum Abschluss des Kalenders natürlich den Ordnung halber das 24. Türchen an unserem Kalender zurücksetzen und natürlich auch die 23, die wir ja auch schon hatten, auch. Und damit ist unser Kalender 2021, der Adventskalender, hiermit beendet. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Wir haben einiges geschafft. Wir haben ein Projekt sogar hier im Kalender beendet. Und ja, wenn es, wie gesagt, euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Lasst gerne auch ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt. Aktiviert dazu am besten noch die Nachrichtenglocke, dann erfahrt ihr, wann das nächste Video hier online geht. Und ja, schreibt auch mal ein paar schöne Kommentare, denn ich wünsche euch, euren Liebsten, ein wunderschönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch, falls wir uns nicht mehr sehen sollten, ins Jahr 2022.
Dort werden wir uns dann natürlich wiedersehen mit eventuell auch schon neuen Projekten. Man weiß es ja nicht, was da so uns im Januar so alles erwartet. Eins wird auf jeden Fall kommen, das ist schon mal klar, der VW Käfer. Da bin ich dementsprechend auch mit dabei. Lasst euch überraschen, was ich damit so vorhaben werde. Und ja, in diesem Sinne, Glück auf, macht's gut, bleibt gesund, bleibt weiter besinnlich und ciao!